liebe Bücherfreunde, mein Name ist Anni und ich habe heute einen Blick in meinen Lesemonat Februar für euch. Normalerweise versuche ich eine Art Top 5 Video zu machen oder den gesamten Monat zusammenzufassen. Und heute machen wir so eine Art Mittelding, weil es nämlich sehr, sehr viele gute Bücher gibt, über die ich sprechen möchte, aber auch einige Bücher, die es nicht unbedingt wert sind, jetzt nochmal in diesem Wrap-up vorzukommen. Das heißt, ich habe alle 4- und 5-Sterne-Bücher aus dem letzten Monat für euch. Und dann schauen wir uns, wie im Januar oder nach dem Januar auch, noch einmal ganz kurz meine Statistiken aus dem Lesemonat Februar an. Einige von den Büchern, zum Beispiel nämlich auch das erste, das auf Platz 9 rangiert, sind bereits in Videos vorgekommen, weil ich einen Lesevlog im Februar gemacht habe und Das Fenster zur Welt ist eines der E-Books, das ich in diesem Vlog gelesen habe. Eine Geschichte über eine Gruppe von Figuren, die wir über einige Jahre hinweg dabei begleiten, wie sie ihr Leben leben. Und es lässt sich nicht so richtig zusammenfassen, was eigentlich das Schöne an diesem Buch ist oder das, was mich so hineingezogen hat, außer dass es vor allen Dingen eben ein toller Cast an Figuren war. Das heißt, wir haben Ulysses, der im Zweiten Weltkrieg als Soldat auf Evelyn trifft. Und die beiden verbringen nicht viel Zeit miteinander, aber sie verbindet dann doch irgendwie etwas im Nachhinein. Und jahrelang treffen sie nicht wieder aufeinander. In dieser Zeit folgen wir Ulysses, der nach dem Krieg zurück nach London geht, dort auf seine Frau trifft, die in der Zwischenzeit von einem anderen Mann ein Kind bekommen hat, für das er sich trotzdem verantwortlich fühlt, denn die beiden sind vor allen Dingen gute Freunde. Das heißt, auch wenn sie sich scheiden lassen, verbindet sie eine lebenslange Freundschaft miteinander. Und Ulysses erbt ein Haus in Italien, in Florenz, wo er einem Menschen das Leben gerettet hat, der ihm deswegen seinen Besitz vererbt, und so verbringen Ulysses und einige seiner Freunde die nächsten Jahre tatsächlich nicht mehr in England, sondern in Italien, bauen sich dort ein Leben auf, lernen weitere Personen kennen, die uns dann ebenfalls über die nächsten Jahre hinweg begleiten. Es ist also so ein Blick in das Leben dieser Figuren, die einem oder mir sehr, sehr schnell ans Herz gewachsen sind. Und gleichzeitig ist es dann eben doch sehr schwierig zu beschreiben, was genau den Zauber ausmacht. Ja, das ist Platz 9. Auf Platz 8 ist Ruthless Vows. Das ist der zweite Teil einer Fantasy- oder Romantasy-Serie, die letztes Jahr auf BookTok und BookTube und allen büchersozialen Medien ziemlich durch die Decke gegangen ist. Divine Rivals ist der erste Teil, der dieses Frühjahr auch auf Deutsch erscheinen wird. Und ich habe jetzt für meine Verhältnisse erstaunlich schnell den zweiten Teil dieser Duologie gelesen und muss sagen, dass er mich nicht ganz so abholen konnte wie der erste Teil. Und ich kann auch über den Inhalt fast nichts sagen, ohne Band 1 zu spoilern. Band 1 erzählt von zwei Rivalen, die in einer Zeitung um einen Posten konkurrieren, in einer Welt, in der ein Krieg ausgebrochen ist. Denn es gab einst Götter, die sind aber für, dachten alle Ewigkeit, in den Schlaf gesungen worden. Und jetzt sind zwei davon wieder wach und ziehen gegeneinander in den Krieg und ziehen da auch die Menschen mit hinein. Und Iris ist unsere weibliche Hauptfigur, die sehr schnell beschließt, an die Front zu gehen, um dort als Journalistin zu berichten, was wirklich passiert. Und Roman ist ihr Gegenpart, der aus einer viel reicheren Familie als Iris kommt, trotzdem eine extreme Bindung zu ihr spürt und ihr folgt. Ja, und wir folgen diesen beiden Figuren auch im zweiten Teil, der sehr, sehr dicht war. Und ich habe das Gefühl, dass in diesem zweiten Teil das gesamte Worldbuilding nachgeholt werden musste, was mir im ersten Teil tatsächlich ein bisschen gefehlt hat. Deswegen kommen auf einmal jede Menge Regeln und jede Menge Historie und jede Menge drumherum zum Tragen. Und das macht es tatsächlich sehr schwer, dieser Geschichte zu folgen. Wenn davon ein kleines bisschen mehr schon im ersten Teil etabliert worden wäre, wäre es alles ein bisschen flüssiger gelaufen. Denn tatsächlich ist der Plot sehr, sehr spannend und es ergeben sich auch sehr düstere und sehr eindrückliche Momente, denen wir beim Lesen folgen. Aber, ja, wie gesagt, es ist ein bisschen überschattet davon, dass man eben auf einmal noch ein bisschen mehr ausholen muss und noch ein bisschen mehr drumherum lernen muss. Nichtsdestotrotz, zum einen sehr, sehr gut, dass ich eine Duologie direkt beenden konnte und zum anderen ein Buch, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Dann kommen wir zu Zeit, sich aus dem Staub zu machen von Andrea Petkovic.
die in diesem Non-Fiction-Buch in über den Verlauf von einem Jahr, über dieses letzte Jahr im Tennis-Leistungssport schreibt, ihren Abschied von dem Lebensinhalt, den sie über Jahrzehnte hatte. Und ich habe das erste Buch der Autorin und der ehemaligen Leistungssportlerin aus dem Tennissport gelesen und war absolut begeistert von ihrem schriftstellerischen Können. Und deswegen habe ich nicht gezögert, auch dieses Buch zu testen, das Anfang März erscheinen wird. Von daher, wenn ihr euch für Andrea Petkovic interessiert oder für Sportlerbiografien, die ansetzen in dem Moment, in dem die Menschen feststellen, dass sie Abschied nehmen müssen vom Sport und durch diese Zeit schonungslos begleiten, dann wäre das ein Buch für euch, denn das ist wirklich, wirklich rau. Also es ist wirklich so richtig, es ist eine sehr rohe Darstellung ihrer Emotionen, dieses letzte Aufbäumen, dieses nicht aufgeben wollen, diese Darstellung, was der Sport ihr über Jahrzehnte gegeben hat und dann das klarkommen müssen damit, dass dieser Lebensabschnitt zu Ende geht. Das ist sehr, sehr nahegehend beschrieben und es gibt sich nicht so richtig viel Mühe, sehr nahbar zu sein. Also es kommt einem nicht entgegen, was ich aber wirklich sehr, sehr angenehm fand, weil es einfach zeigt, wie es Andrea Petkovic gegangen sein muss mit dieser Entscheidung, den Leistungssport hinter sich zu lassen. Und ja, so begleitet man sie durch diese Monate, durch Auf und Abs, durch Gefühle, die sehr, sehr ehrlich dargestellt werden. Ein richtig gutes Buch. Dann haben wir einen Klassiker, nämlich Ein Baum wächst in Brooklyn. Und das ist ein wirklich tolles Buch, das eine Weile gebraucht hat, um mich in den Bann zu ziehen. Und dann plötzlich war man mittendrin und ist dieser Familie gefolgt. Es geht um Francie Nolan, die in Brooklyn aufwächst und aus einer sehr, sehr armen Familie kommt, denn ihre Mutter versucht, den Lebensunterhalt für die Familie quasi alleine zu verdienen. Ihr Vater ist ein sehr talentierter Musiker, der aber nicht den Drive im Leben hat, auch was zu erreichen. Er ist in der Gewerkschaft der Kellner, findet immer mal wieder Arbeit, gibt dann durchaus auch seinen Lohn zu Hause ab, geht aber mit seinem Trinkgeld trinken. Und so geht es dieser Familie nicht so gut. Francie und ihr kleiner Bruder sind regelmäßig auf den Straßen und sammeln Lumpen zusammen, die sie am Wochenende verkaufen und ja, versuchen, sich über Wasser zu halten. Francie träumt davon zu schreiben. Francie liest. Francie ist eine Außenseiterin und beißt sich so durch. Und wir begleiten dieses junge Mädchen bis ins Erwachsenenalter hinein und ihre gesamte Familie. Und es ist hoffnungsvoll und es ist schonungslos und es hat einfach richtig viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Ich habe es Anfang des Monats gelesen und erinnere mich einfach daran, dass ich so, als ich so richtig drin war, auch gar nicht mehr aufhören wollte zu lesen. Das ist ein Buch von meiner 24er-Liste und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es direkt so früh im Jahr gelesen habe, denn ich glaube, das wird mich noch eine Weile begleiten. Dann sind wir bei Platz 5 angekommen, einem Ellie Hazelwood Buch, Check and Mate, ihr erstes Jugendbuch. Und ich gehöre durchaus zu den Personen, die Ellie Hazelwood kritisieren dafür, dass sie immer wieder dieselben Tropes benutzt. Und die sieht man auch hier, es sind immer sehr, sehr kluge Mädchen oder Frauen, meistens aus der Wissenschaft. In diesem Fall haben wir eine Schachmeisterin, ein Schachtalent, die dem Schachsport aber ihren Rücken gekehrt hat, weil es da einen familiären Hintergrund gibt, den wir sehr spät erst erfahren. Dennoch lässt sie sich breitschlagen, bei einem Benefiz-Turnier mitzuspielen und schlägt versehentlich den amtierenden Weltmeister, was wahnsinnige Wellen schlägt. Nicht nur natürlich, weil der Weltmeister geschlagen wurde, der schon eine ganze Weile sehr unangefochten auf Platz 1 thront, sondern auch, weil er unbedingt noch einmal gegen sie spielen will und sie deswegen aufsucht. Sie lehnt ab, verliert dann aber ihren Job, denn sie ist die Alleinverdienerin, seit ihre Mutter an einer chronischen Krankheit leidet und sie hat noch zwei jüngere Schwestern, die sie quasi durchbringen muss und deswegen lässt sie sich schließlich doch darauf ein, für einen Schachclub zu spielen, mit ihm zu trainieren, dort quasi einen Vollzeitvertrag für ein Jahr im Rahmen eines Stipendiums anzunehmen und so kehrt sie in die Welt des Schachsports zurück und ja, arbeitet sich sehr, sehr langsam hoch, denn es ist einfach unfassbar, wie viel Talent sie hat und wie lange sie dieses hat brachliegen lassen. Sie trifft dann natürlich auch wieder auf diesen Weltmeister, nämlich Nolan Sawyer, der eine Verbindung zu ihr spürt, die nicht nur mit einem
Wunsch zu tun hat, gegen jemanden zu spielen, der vielleicht besser ist als er, sondern eben auch eine emotionale Verbindung mit sich bringt. Und so, ja, kommen die beiden sich immer näher und das in einer Welt, und das hat mir sehr gefallen, in der es durchaus keinen natürlichen Platz für Frauen gibt, dass Ellie Hazelwood da so deutlich darauf zu sprechen gekommen ist, wie unglaublich maskulin geprägt diese Sportart ist. Was ich nämlich gar nicht wusste, ist, dass tatsächlich Frauen üblicherweise gar nicht an den Weltmeisterschaften teilnehmen, sondern ihre eigenen Weltmeisterschaften haben, weil sie es so schwer haben, Anerkennung zu finden unter den Männern, unter den Schachmeistern und Großmeistern und wie die ganzen Titel da so heißen. Es ist eine Closed-Door-Romance-Geschichte, was man von Ellie Hazelwood auch nicht gewöhnt ist, aber wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass es eben ein Jugendbuch ist, auch wenn sich beide nicht so sehr jugendlich lesen, wie es vielleicht gedacht war. Sie sind aber auch eigentlich eher junge Erwachsene, und der Sog, den diese Autorin einfach erzeugen kann, der war auch hier wieder da. Ich bin an einem Tag durch dieses Buch geflogen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann da sehr gut über die Schwächen und Wiederholungen in ihren Büchern im Allgemeinen drüber hinwegsehen, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat, dieses Buch zu lesen. Auf dem vierten Platz ist The No Show von Beth O'Leary. Das ist eines der Bücher mit dem unerwartetsten Twist, den ich seit sehr langer Zeit gelesen habe, weil ich wirklich den größten Teil des Buchs nicht damit gerechnet habe, dass das passieren wird. In diesem Buch geht es um drei Frauen. Es geht um Siobhan, um Miranda und um Jane, die allesamt von Joseph Carter versetzt werden. Es ist Valentinstag und Siobhan ist mit ihnen zum Frühstück verabredet. Miranda will sich mit ihnen zum Mittagessen treffen. Und Jane wartet bei einer Dinnerparty darauf, dass er auftaucht und in ihrem Fall sich als ihr Fake-Boyfriend ausgibt. Er taucht nicht auf, und ich dachte, weil nicht mehr auf dem Klappentext steht, dass wir hier so eine Art Rachegeschichte lesen, dass die drei vielleicht aufeinandertreffen, ihn suchen, versuchen rauszubekommen, was passiert. Überhaupt nicht das, was dieses Buch erzählt, denn Joseph taucht bei ihnen allen wieder auf und versucht sich zu entschuldigen und wieder gut zu machen, dass er sie versetzt hat. Und so enden die Beziehungen an dieser Stelle auch nicht, sondern vertiefen sich an einigen Stellen. Das heißt, wir folgen abwechselnd diesen drei Frauen und es ist als Romance-Buch klassifiziert. Ich finde aber, dass das gar nicht so sehr der Fokus dieser Geschichte ist. Durchaus schon, es geht um die Beziehung zu Joseph Carter, aber eben eigentlich viel, viel mehr über diese drei Frauen und wie sie zusammenhängen und was hinter Josephs Unzuverlässigkeit steckt. Und das Einzige, was ich nicht mag an dem Buch oder was mich so ein kleines bisschen im Hinterkopf stört, ist dieses Gefühl, beim Lesen darüber nachzudenken, wer am besten zu Joseph passt. Und hier höre ich auf zu erzählen, denn ich kann über dieses Buch gar nicht weiter reden, ohne den Plot-Twist anzudeuten. Und das möchte ich nicht. Es ist ein wirklich richtig gutes Buch. Genau wie die anderen Beth O'Leary Bücher, die ich kenne, geht es viel tiefer, als man von einem Romance-Buch sonst so erwarten würde. Es zieht einen in den Bann, man will nicht aufhören zu lesen und es überrascht einen unendlich. Womit wir in der Top 3 angekommen sind und jetzt kommt das erste Sachbuch in dieser Top 3. Was wollt ihr denn noch alles? Ist ein Hörbuch, das mich viele Gefühle hat fühlen lassen während des Hörens und das ich unbedingt vielen Leuten empfehlen möchte, denn es geht um eine Welt, in der Frauen auf der Strecke bleiben. Es ist geschrieben von einer Person, die sich als Wutfluencerin bezeichnet und ehrlicherweise hat es mir geholfen, dieses Hörbuch zu hören, das sie selbst liest, denn sie hat so viel Wut und Gefühle und Emotionen, dass ich es schaffen konnte, ein Stückchen zurückzutreten und nicht auch von meinen Gefühlen verschluckt zu werden, sondern wirklich diese Zahlen und Daten und Fakten aufzunehmen. Denn über eigentlich den gesamten Bereich unseres Lebens hinweg bekommen wir Zahlen, Daten und Fakten geliefert, wie ungerecht diese Welt ist, wie sehr Frauen in Gefahr geraten, wie sehr Männer bevorzugt werden, wie sehr Frauen und Alte und Kinder nicht mitgedacht werden, Straßenplanung, Bewerbungsverfahren, Karrierewege, Rente, Zukunft und Vergangenheit. Es ist so, so viel verkehrt in Deutschland und wir sehen auch, dass es in anderen Ländern viel, viel besser laufen kann und man ist eine junge Frau an meiner Stelle, die
mit einigen dieser Punkte zu tun hat und mit vielen anderen auch durchaus nicht und einfach nur sauer wird. Ich beobachte meine Umgebung mit nochmal anderen Augen und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich so deutlich gezeigt bekommen habe, wo es Lücken gibt in der Gesellschaft, in der Politik, in allem, was um uns herum passiert. Das ist wirklich so eine richtige Must-Read-Lektüre, wenn man nicht die Augen zumacht vor dem, was dort draußen passiert. Da sind Anekdoten bei, von denen wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, der in den letzten Jahren so ein bisschen in den Nachrichten unterwegs war, zum Beispiel eben diese unglaubliche Dichte von Vornamen in DAX-Unternehmen. Ich meine, es ist Christian, glaube ich, der Name, der öfter vorkommt, als es Frauen gibt in dieser Gruppe von Menschen. All solche Sachen, die so lächerlich klingen mögen und gleichzeitig offenbaren, wie kaputt das System einfach ist. Ein wirklich richtig gutes Hörbuch und deswegen muss ich auch schauen, ob ich das andere Buch der Autorin, das heißt Wir sind doch alle längst gleichberechtigt von Alexandra Sykonov, dass ich das auch noch lese oder höre, weil ich glaube, das hat sie zwar davor geschrieben, aber auch das hat nochmal eine Menge Zahlen und Informationen, die wichtig sind, weiter wütend zu sein. Ja, dass ich das auf jeden Fall auch noch lesen möchte. Platz 2, The Other Side of Perfect, ein Buch, das mich zu Tränen gerührt hat, das mich einfach, glaube ich, im richtigen Moment erwischt hat. Also ein Buch, das viele Boxen tickt, die zu meinem Lesegeschmack passen, weil es ein Buch über den Leistungssport ist und ich einfach da eine große Vergangenheit habe und mich da reinversetzen kann, auch wenn es hier um den Ballettsport geht. Und wenn ich eines nicht habe, dann ist es Rhythmusgefühl und Körperselbstbewusstsein, deswegen Tanzen überhaupt nicht mein Fall ist. Aber es geht um eine ehemalige angehende Ballerina, die durch einen schrecklichen Unfall ihre gesamten Träume, ihre Zukunft hinter sich lassen musste, verlassen musste und zurück in ein normales Leben kehrt. Und wir folgen also Alina durch diese Rückkehr in das normale Highschool-Leben. Sie verschließt sich eigentlich ziemlich vor der Welt, weil sie mit dieser Trauer, die sie spürt um ihre Tanzkarriere, nicht wirklich umgehen kann. Sie ist auf der Suche nach etwas, was sie neu begeistert und lässt sich breitschlagen, sich fürs Musical zu bewerben mit einer Person, die eine Freundschaftsrolle in ihrem Leben einnimmt, obwohl sie auch nicht wirklich an sie heranlässt. Bei den Proben lernt sie Jude kennen, der, wie sie später relativ peinlich berührt feststellt, ihr Nachbar ist seit mehreren Jahren, was sie gar nicht wusste. Und Jude übt eine gewisse Anziehung auf sie aus. Und jetzt könnte man davon ausgehen, dass das ein Buch ist, in der eine Beziehung zu Jude ihr hilft, über das hinwegzukommen, was sie erlebt hat. Aber es ist so viel mehr, denn zum einen hat Jude auch einiges, über das er hinwegkommen muss. Zum anderen ist es wirklich sensibel beschrieben, wie viel Rassismus im Ballettsport steckt, wie viel Schmerz das mit sich bringt und was Alina über Jahre hinweg erdulden musste. Und diese Beziehung ist sehr, sehr behutsam erzählt, sehr sensibel. Es geht nicht Hals über Kopf. Es gibt so viel pubertäres, schmerzerfülltes Um-sich-Schlagen von Alina, was so realistisch und so gut geschrieben war, was so schmerzhaft für alle Beteiligten war, aber eben wirklich einfach eine Teenagerin zeigt, die viel verloren hat und keinen Weg findet, damit umzugehen. Es war auf sehr, sehr vielen Ebenen ganz, ganz, ganz toll erzählt und deswegen tatsächlich eines meiner beiden Lese-Highlights, was mich zu Platz 1 führt. Das Hörbuch, das ich am 1. oder 2. Februar beendet habe und ich wusste zu diesem Zeitpunkt, dass es auf sehr, sehr lange Zeit das beste Buch sein wird, was ich gehört oder gelesen habe und es wurde tatsächlich im Februar nicht vom Thron gestoßen. Ich kann nicht vergeben von Rudolf Wirba, der ein Häftling in Auschwitz war und entkommen konnte und mit einem unfassbaren Humor, und das klingt absurd, seine Geschichte erzählt, wie er gefangen genommen wurde, wie er versucht hat, vorher das Land zu verlassen, zu kämpfen, wie er als Jude eben dann in die Fänge der Nazis geraten ist und am Ende in Auschwitz gelandet ist. Was er dort erlebt hat, welche Wege er genommen hat, um zu überleben, welche Abkürzungen, welche Gefährten, welche Verrate er erleben musste. Das ganze Schrecken, Gräuel, Unfassbare, was dort passiert ist, beschrieben
mit einer Wärme. Also nicht über das, was ihm passiert ist, aber so menschlich und so offen und so schonungslos ehrlich. Und es tut auch richtig, richtig weh zuzuhören. Aber was so am Ende bleibt, ist dieser Lebenswille, diese er kann nicht vergeben, vollkommen klar. Und das wird auch deutlich, dass egal wie viele gute Menschen er getroffen hat, die ihm geholfen haben, so viel Leid, wie er dort erlebt hat und Freunden und Familie angetan wurde, und trotzdem weiterzumachen, trotzdem die Kraft zu finden, immer weiter zu kämpfen, ist ein sehr, sehr gutes Hörbuch. Ich glaube nicht, dass ich es unbedingt hätte lesen können, weil ich glaube, dass mich das noch ein bisschen mehr fertig gemacht hätte, das mit meiner eigenen Stimme zu hören. Also ich habe es begonnen am Tag der Befreiung von Auschwitz, was total unabsichtlich passiert ist, und habe es eben Anfang Februar beendet, und das wird noch ganz, ganz lange in mir widerhallen und sehr, sehr viel mit mir machen. Und deshalb ist das mein Lesehighlight aus dem letzten Monat und überhaupt nicht positiv. Und trotzdem, es ist so lebensbejahend, weil er halt so viel geschafft hat, um zu überleben und weiterzuleben. Und wirklich, ich habe das Gefühl, er hat dann auch aus seiner Zukunft danach was gemacht. Und ja, ich kann es nicht richtig in Worte fassen, was dieses Buch mit mir gemacht hat. Ich kann es euch nur ans Herz legen, euch auf diese Geschichte einzulassen, auch wenn es inhaltlich schwerster Tobak ist. Ja, und damit endet diese Top 9. Wir atmen ganz kurz durch. Ich suche Storygraph raus und wir schauen uns Statistiken an. Also, wir schauen mal, was es im Februar so gab. Unfassbare 23 Bücher, was ein Buch mehr als im Januar ist, obwohl der Januar 2 Tage mehr hatte. Ich weiß auch nicht ganz, was passiert ist. Ich habe jetzt am Anfang des Märzes tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass ich mich ausgebrannt fühle, weswegen ich ein kleines bisschen zurücktrete. Aber ich muss auch sagen, dass der Februar in Summe auch ein harter Arbeitsmonat war. Das heißt, viele dieser Lesestunden sind auch einfach tatsächlich daher gekommen, dass ich mich flüchten wollte in Bücher und Geschichten. Es ist ein offensichtlich sehr emotionaler Monat gewesen, mit vielen anderen eingesprenkelten weiteren Moods. Reflective ist da auf dem 2. Platz, aber Lighthearted auf dem 3. Bunt, wie so oft. Ein Monat, der geprägt ist, wieder mal von mittleren Geschwindigkeiten in den Büchern. 16% langsame Geschichten, 26% schnelle Geschichten und eine überwältigende Mehrheit, mehr oder weniger, mit den Seiten zwischen 300 bis 499. 17% Bücher über 500 Seiten ist tatsächlich ziemlich viel, wobei das auch nur 3 sind. Ein Baum wächst in Brooklyn, Das Fenster zur Welt und She Who Became the Sun. Okay. Ein kürzeres Hörbuch war dabei, die Butterbrotbriefe von Carsten Henn, und 2 lange Hörbücher unter 16 Stunden. 22% Non-Fiction-Bücher, und wie ihr gerade gesehen habt, sind auf jeden Fall 2 davon mit absolute Highlights des Monats gewesen. Ja, und jetzt sehen wir hier die Genre. Es ist Romance und Fantasy dabei, es sind Contemporary-Bücher dabei. Ich habe Klassiker gelesen, mehrere diesen Monat, nämlich 3. Und ansonsten wieder ein bunter Mischmasch in meiner Genreübersicht. 3 Bücher waren für die 24 für 2024 Challenge, 2 Rory Gilmore-Bücher und dann ein Buchclub-Buch, das ist dieser unterste Posten, und die anderen haben mit dem Magical Readathon zu tun, und da mache ich demnächst nochmal ein Video zu. 22% waren E-Books, 57% waren Printausgaben und 22% Hörbücher, und tatsächlich waren wieder 5 Bücher auf Englisch dabei und die anderen 18 waren auf Deutsch. 3,66 Sterne durchschnittlich. Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich besser war. Man sieht aber auch, dass ich
drei Bücher habe, die unter 3 Sterne bekommen haben. Von daher werden die natürlich den Durchschnitt ein kleines bisschen runterziehen. Und hier seht ihr dann noch den Verlauf der gelesenen Seiten und der gehörten Bücher. Ich habe wirklich einige Tage gehabt, an denen ich sehr exzessiv gelesen habe. Es gab aber auch tatsächlich 2, an denen ich keine einzige Seite gelesen, sondern nur Hörbücher gehört habe. Von daher, auch hier ist eine sehr bunte Mischung dabei. So viel zu meinem Lesemonat Februar. Ich hoffe, dass ich euch auf das eine oder andere Buch neugierig machen konnte. Ich würde sehr gerne hören, welche Lesehighlights es für euch im letzten Monat gab. Welches Buch ist euer Platz 1 im letzten Monat? Lasst mir sehr gerne einen Kommentar da. Und an dieser Stelle danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in den Monat März. Und wir sehen uns bald wieder mit einem neuen Video.